Und damit herzlich willkommen zurück zu Risk of Rain. Wenn mein Mauszeiger jetzt funktionieren würde. Hier. Wow, wow, wow. Hängen hier immer noch in den Höhen. Beziehungsweise in diesen. Naja. Beehive-ähnlichen Gebilde. Und haben, wenn ich das richtig sehe, noch gar keinen Teleporter gefunden. Warum wollte ich eigentlich hier runter? Oder wollte ich vielleicht gerade raus? Das vermutlich schon eher. Ach, ja. Easy. Hep, hep. Achso, das waren ja meine Viecher. Ja, jetzt geht das schon ganz gut mit dem Damage gegen die zumindest. Ja, da kommt Schaden. Zwar nicht allzu viel Schaden, aber häufig. In hoher Abfolge. Reichlich Icicles hier. Die helfen mir nur beim Boss nicht, aber den Boss machen wir anders tot. Da kümmern wir uns jetzt gleich um ein bisschen Single-Target-Damage noch. Zum Beispiel durch Bleeding Damage oder durch Crowbars. Versuchen es mal ohne meine Rüstung. Da kommt ein fetter Blob. Ja, ohne Rüstung. Geht soweit echt ganz gut. Hier ist hoch genug. Oh. Ganz beeilen, dass wir den noch ein bisschen was abziehen. Also, dann läuft er einfach da runter. Was soll das denn? Die Nerven, die haben so viele Lebenspunkte. Großteil der Gegner, die noch übrig sind, sind hier reingefallen. Soll mir recht sein. Okay, und runter hier. Okay, bis ich unten bin, habe ich eh keine Icicles mehr. Ach du Kacke. Halt, andere Richtung gehen. Immer schön drüber springen über den ganzen Kram. Die Tesla-Coils haben getickt. Nicht viel, aber geht schon. Ja. Wir fangen an, die ersten Gegner auszulöschen. Schön rein hier, wo ich... Ah, ich... Hast du das, dass du dich dann immer mitten im Kampf festhält an diesen blöden Hochwegen? Okay, die beiden sind auch down. Was zu dir. Hat echt Zeit, dass ich noch ein bisschen. Ah, ich hasse das. Ja, gerade als Nahkämpfer, wo du die ganze Zeit darauf angewiesen bist, dass du dich einfach von A nach B bewegst. Ist es natürlich besonders schlecht, wenn man hier einfach hängen bleibt an diesem blöden. Ah! Natürlich lässt er sich von da nicht wegpushen. Doch, hat er. Okay, sehr gut. Macht's einfacher für mich. Der ist tot. Der ist auch tot. Der ist vermutlich oben. Ist auch nicht wirklich die beste Map, um hier Items zu farmen, bin ich ehrlich. 6k live schon, da, von daher passt das. Die haben sich einfach mal in den Abgrund verabschiedet hier. Oh, da ist ja noch ein Boss übrig. Das geht auch fix, hoffe ich. Ja, bisschen Damage noch. Schreien noch mitnehmen hier. Mann, ja. Really? Ein Enigma. Ich habe mein ganzes Geld jetzt an dem Schrein verspielt. Was ist da mal los? Noch mal ein teurer Schrein, sage ich mal. Glück gehabt, dass ich das getroffen habe. Ach, noch eine Sprungpassage.
Hep, hep. Oh. Sehr gut. Dieser Doppelsprung lädt sich immer auf, wenn ich den Boden einmal berührt habe. Minuten hier auf der Uhr. Ne. Da gibt es eine Kiste. Gut zu wissen. Da oben gibt es schon mal nichts. Komme ich da hoch? Ja, sehr gut. Das ohne fliegen zu können. Wollen wir direkt benutzen. Die kann ruhig bleiben eine Weile. Na, jetzt bin ich einmal hier runtergefallen. Kann ich es auch gleich ein bisschen verprügeln. Ah ja, wir betreiben es gleich mal wieder. Können wir ja noch einen Scavenger dazu holen. Ja, aber die Mother of Many spawnt so viele Icicles. Da hat der einfach schlechte Karten. Direkt noch eine. Das macht dann wenigstens ein paar gute Items hier. Grünes sehe ich schon mal. Mal gucken, was wir da für Damage-Item rausholen. Oh. Okay. Noch ein grünes. Kleinen Typen, die man mittlerweile gar nicht mehr sieht auf dem Bildschirm. Ganz kurz geguckt, was wir für ein Damage-Item rausholen können. Eigentlich nur Raketen. Und hier. War ja noch ein. Aufpassen, ich habe gerade 75% meiner Lebenspunkte geopfert hier. Kann ich da ein bisschen was ticken? Sehr gut. Und nochmal. Übrigens auch einer der Gründe, warum ich diese. Nein! Hier oben jetzt, really? Okay, maximale Zeit benutzt, um mich hier zu heilen. Items everywhere. Gucken wir mal, ob das gut geht. Invincible ist gut an. Wenn ich hier Items tun, hier den Rest. Elfbalken tickt hoch. Sieht man im Hintergrund so ein bisschen. Ja, stirb doch. Okay, jetzt bist du ja dran. Oh, hier stehen schon reichlich Gegner. Und die halten einfach so viel aus. Nein, eine Mother of Many. Ah, eine Enigma. Noch ein Goatshoof. Noch so ein Toxic-Ding. Und hier lagen auch noch jede Menge Items, keine Ahnung. Nehmen wir einfach erstmal Items mit. Okay. Wie viele Lebenspunkte haben wir mittlerweile? Bestimmt reichlich. So muss das gehen. Drei Bosse hier drin oder so, keine Ahnung. Erste down, zweite down. Bitte kriegt ihr das mal richtig gut. Noch ein Boss. Imp Overlord down. Scheiße, Enigma. Eine Lampe. Toll. Noch ein weißes Item. Bleeding Damage. Ganz einfach, weil es direkter Schaden ist. Letzte Bitterroot jetzt hier. Sollte ordentlich was gebracht haben. In Terms of Health Power 6,5. Sehr gut. Ja, prügeln wir uns durch hier. Ja. Stirb. Und nochmal Bleeding Damage. Ich hab mich ja noch kein Millimeter bewegt, ey. Ich muss jetzt echt mal anfangen hier. Sorry. Nach dem Ende zu gucken, sonst sitzen wir ja noch eine Stunde. Geht's heute unten raus? Nein, geht's nicht. Dann geht's hoffentlich hier raus? Ja. Keine 5 Meter bewegt, ey. Und schon wieder 11.000 Kohlen. Hat's hier runter geguckt.
Gegner, aber sonst nichts. Und hab kurz da hochgeguckt. Da ist eine Kiste. Dieses grünes Item. Ein paar Gegner, die mir ein paar Eisekits bescheren. Ja, zum Glück kommt er da nicht durch, ist zu fett. Bisschen hier mitnehmen. Gleich noch einer, really. Defense. Usable einsetzen hier. Etwas Gutes gewesen zu sein. Bum, 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 bum. Das Hammer, Hammer, Hammer. Wir haben eigentlich mittlerweile fast alles, was taugt. Die können wir mal noch mitnehmen. Lebenspunkte ohne Ende, finde ich okay. Gucken wir erstmal weiter nach dem Teleport. 6600 live aktuell. Das war nicht so clever. Problem ist, sobald wir den Tempel auslösen, ist die Möglichkeit, so Items zu verdienen, weg. Deswegen vielleicht doch lieber mitnehmen. Ist dadurch auch kaputt gegangen. Ich habe jetzt nur leider nicht allzu viel live, aber das sollte gut gehen. Ja, 3K hatte ich noch. Da heilen wir uns hoch, rucki zucki. Easy. Das hier und das hier. Drei Clovers gerade mal, aber geht schon. Hier ist eine fette Kiste. Ah, das sind zwei Gegner. Weg mit dir. Grünes Item. Was holt man sich jetzt hier mittlerweile? Raketen. Immer mehr Raketen. Weil die halt auch on hit sind, das heißt, die kann ich auch nachher gegen den Endboss einsetzen. Und da ist der Gegner down. Wir bleiben bei Raketen. Ja, das eine oder andere Legendary wäre doch nicht übel, aber irgendwie kriege ich keine. Dann sind noch Raketen ein paar. Ja, sie mehren sich schon. Das ist Damage. Das, obwohl er sein blödes Schild oben hat. Oh, ich hasse diese blöden Dinger. Ich krieg's einfach ewig nicht kaputt, ey. Okay, Zeit, dir den Teleporter zu suchen. Ja. Sonst sitzt man 800 Jahre noch hier. Noch ein paar Raketen. Überhaupt keine Ahnung. Wow. Betreiben ist einfach total. Ist natürlich immer eine Möglichkeit. Spawnt jetzt alles hier hinten auf diesem kleinen Zentimetern. Soll mir recht sein. Schön kompakt. Die Toxic Beasts halten hier die Icicles und auch die mein Electric Charge schön hoch. Oh. Das war knapp. Muss mal ein bisschen reinchargen. Toxic Beast. Ihr seht, das Electrical Charge ist außerhalb der Map. Kein Problem. Hat nur ein Item da oben gespawnt. Weg mit dir. Ja, so schafft man das easy. Noch ein paar Sekunden. Electrical Charge müsste jetzt abgelaufen sein. Alles, was runterfällt. Ja, war abgelaufen. Spawnt irgendwo nochmal neu.
Okay. Die Stungun will ich auf jeden Fall nochmal gegen den Boss haben. Und ein bisschen mehr Helfrek. Sowieso interessant, dass so ein relativ gutes Item wie dieses Helfrek-Item weiß ist. Mehr Raketen. Ja, immer gibt mir Lebenspunkte, da bin ich überhaupt nicht böse. Ich sollte oben lang. Ich hoffe, da ist diesmal eine Leiter, weil ich springe leider immer noch nicht hoch genug, um diesen Special dort zu schaffen. Da ist eine Kiste. Ne, leider keine Leiter. Oder bin ich das letzte Mal schon hoch genug gesprungen dafür? Ja, easy. Legendary. Den Laser, der bringt mir aber gegen den einzelnen Gegner nichts. Genau, hier. Raketos. Ich glaube, sie haben das geändert. Die goldenen Kisten haben früher zwei Items gegeben. Ich glaube, die geben neuerdings immer ein Legendary. Ah, okay, die hat 13.000 gekostet oder so. Ah. Finde ich cool, gibt mir Lebenspunkte. Und hep. Oh, nimm mal mit. Hep. Hep. Na, spawnen die doch nicht immer hier mittendrin. Was soll das denn? Da muss ich doch nur noch mal zurück. Das kann aber nicht sein. Blödes Mystery, sag ich mal. Yay. Nichts Sinnvolles. Ja, dann nehmen wir noch mal eine Bitterroot, um hier die Sache ein bisschen zu beschleunigen. 1100 live. Spawnt hier oben noch mal ein Imp. Blöder Imp, ey. Okay, der ist vergiftet. Jetzt ist der vergiftet. Easy. Raketen. Schnell weg. Hui. Hälfte der Strategie schafft. Mit einem Sprung. Also auf die Drohne. Und was machen wir? Ach komm Leute, ein Rerun geht hier noch. Ein einziger. Aber wirklich ein schneller. Ein, zwei Items noch mitnehmen. Sehr gut. Boah, ganz hinten ist nochmal eine Kiste. Ja, immer bleib hier bei mir. Ich brauche alleine 800 Münzen für da hinten. 400 habe ich aber schon. Von daher passt das. Raketen. Ohne dass ich jetzt großartig was gemacht habe, wäre da fast drauf gegangen. Kümmern wir uns erstmal nicht um den. Kiste her. Naja, geht mal noch ein paar Abweier. Gerade gegen die Würmer immer wieder vom Vorteil. Weil die halt an jedem Kettenglied getroffen werden können. Hat mir leider nur eine Enigma gedroppt hier. Na, jetzt holen sie aber Gegner raus hier. Wie das halt so ist, ab einem gewissen Schwierigkeitsgrad. Versuchen sie es mit Masse auszugleichen. Liegen noch zwei weiße Items hier. Wir holen uns nochmal doppelt Barbed Wire. Und das kleine Enigma. Prügeln wir ja schnell den Scavenger. Den meinetwegen auch noch. Beide vergiftet hier. Stirb. Barbed Wire. Dann doch nochmal sowas hier. Um jetzt langsam auf die 9.999 live zu kommen, auf jeden Fall mit dem Run.
Holen wir uns einfach noch zweimal Bitterroot. 8-7 habe ich jetzt. Ach, das waren zwei Gegner. Raketen. Immer kommt her. Kommt alle her. Geizen ein bisschen mit Legendaries, aber ist nicht so schlimm. Weißes Item nur. Noch ein weißes Item. Wir gehen jetzt hier wirklich auf die maximalen Lebenspunkte erstmal. Die wir jetzt aber bald haben. 9500 sollten wir jetzt haben ungefähr. Blödes Enigma. Okay. Folie haben wir hier noch. Was kriegt man natürlich? Ein Enigma. Dürfen wir nicht vergessen, dass uns alle Gegner nochmal 4 Lebenspunkte geben. Von daher sollte das jetzt reichen mit Wurzeln. Das nenne ich mal Schaden. Dann nehmen wir eine höhere Crit-Chance. 9700. Ja, das schaffen wir locker. Bis zum Endgegner auf 9199. Gut, Teleporter-Time. Ich wollte eigentlich schnell zum Teleporter. Ich sehe aber auch, wir sind erstmal am Ende dieser Runde. Und damit bin ich dann erstmal raus. Bis morgen. Macht's gut. Ciao.